Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test 2 unterwegs im Multiplayer auf der ProMods. Und ja, wir fahren heute von Bremen nach Bremerhaven. Wir haben heute 8 Tonnen geladen, und zwar Beton. Fahren wir heute zum ersten Mal. Und ja, wir haben heute 65 Kilometer, also eine ziemlich kurze Tour. Liegt auch daran, dass ich nicht so viel Zeit habe, eigentlich gar keine Zeit. Und ja, deswegen fahren wir heute bloß eine kurze Tour von Bremen nach Bremerhaven mit dem Beton. Ja, mit dem bin ich so noch nie gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt gerade auch zum ersten Mal, glaube ich, in dem, ja, man kann ja im Multiplayer bei Truckers MP kann man ja sich selber Aufträge erstellen. Bei dem habe ich das jetzt zum ersten Mal gesehen, dass ich dass wir den Beton fahren können. Und dann habe ich mir direkt gedacht, fahren wir doch einfach direkt. Und ja, die Karte nochmal kurz, also Bremen, Bremerhaven, also wirklich nicht weit. Und die ein oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen. Und zwar, ich habe mein MAN ein bisschen umgeändert jetzt. Innen habe ich jetzt keine zwei Displays mehr oder zwei Karten, nur noch eine, die ganz normale. Und mein Fernlicht oben habe ich jetzt die großen Lichter auch nicht mehr droben, sondern ein bisschen kleinere. Also halt einfach, ja, vom Licht her ist es eigentlich gleich, nur halt von der Form und vom Aussehen, sage ich jetzt mal, ist halt das einfach, finde ich, für den MAN schöner. Genau, deswegen habe ich die Lichter jetzt dran. Genau. So, dann Tempomat. Gucken wir jetzt gleich einmal rein bei 83. Und ja, wie gesagt, heute bloß eine kurze Tour, weil ich heute nicht so viel Zeit habe. Wie gesagt, eigentlich keine Zeit, aber ich habe mir gedacht, ich muss jetzt noch ein Video aufnehmen, deswegen, ja, nehme ich jetzt noch ganz schnell ein Video auf. Genau, heute ist auch schon wieder Samstag. Die Hälfte vom Wochenende ist eigentlich schon fast wieder rum, kann man so sagen. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Genau, so schaut's aus. Und ja, wie gesagt, heute bloß wirklich ein ganz kurzes Video. So, ja, zwischen 5 und 10 Minuten, denke ich, wird schon, aber recht viel länger wird es jetzt auch nicht, weil wir sind ja eigentlich 23 Kilometer haben wir jetzt noch, also wir sind eigentlich so gut wie schon da. Ja, genau. Und ja, so von ETS und von LS gibt es so nichts Neues. Da ist alles noch beim Alten, genau. Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwas neu, ja, dazugekommen wäre oder irgendwas Neues passiert wäre. Genau. So, dann einmal grün haben wir. Dann fahren wir natürlich auch mit unseren schönen Beton. Also wie gesagt, habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe es immer bloß bei anderen gesehen, dass sie so einen Betonmischer fahren oder Beton. Da ist Beton eigentlich, ja, ist ein Betonmischer. Habe ich immer bloß bei den anderen gesehen. Und ja, jetzt habe ich den eben gerade beim Durchschauen, welchen Auftrag ich heute fahre, gesehen eben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch perfekt. Immer geradeaus. So, Fernlicht habe ich jetzt schon mal ausgemacht, weil wir ja jetzt schon in der Stadt eigentlich sind. Da ist eine Baustelle, okay. Und ja, die sonst vom MAN hat sich sonst nichts verändert. Rundumleuchten. Ich finde die Rundumleuchten halt einfach schön, weil sie ja neue Rundumleuchten erstmal sind und halt zu MAN perfekt passen. Ist halt einfach schön. So, dann tun wir den Tempomat wieder rein. Okay, dann schaut man jetzt trotzdem nochmal kurz Fernlicht an, weil das war bloß. Nee, das war schon Bremerhaven. Jetzt fahren wir praktisch vom Bremerhaven hinten wieder raus. Links ab. Weil da unsere Firma eben ist. So schaut's aus. So, einmal links rum.
Und dann... Oh, was sind wir denn jetzt? Fernlicht wieder aus. Jetzt... ja. Machen wir mal weiter. Also der Betonmischer gefällt mir echt irgendwie. Also vielleicht fahren wir mit denen jetzt öfters. Hat aber auf jeden Fall schon was. Wie er sich so dreht. Vielleicht am Tag jetzt demnächst wieder. Weil es ist leider wieder Nacht. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe. Schöne Fahrt. Da hinten müssen wir hin irgendwo. Das wird jetzt spaßig, glaube ich. Nee, haben wir eigentlich genügend Platz. Okay. In die Lücke müssen wir, okay. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn wir Container gefahren hätten oder so, weil ich glaube, Beton passt jetzt da gar nicht her, aber egal. So, dann parken wir jetzt noch ein und dann war es auch schon wieder für heute. Oh. Jetzt wollte ich Gas geben und dann habe ich gesehen, wie es den Hänger verrissen hat. So. Was ist denn heute los? Ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, ja, am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein letztes 22 Video. Euch noch ein schönes restliches Wochenende. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.